den Namen ja jetzt. Ja, mein Name ist Andreas Schneider. Ich bin heute Dienstabend der Einsatzleitdienst der Berufsfeuerwehr Wiesbaden. Am Mittwochmorgen gegen 7.15 Uhr wurden die Rettungskräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes zu einem Verkehrsunfall auf der B455 alarmiert. Nach Eintreffen und Erkundung der Lage haben wir festgestellt, dass es sich um einen Verkehrsunfall mit einem LKW und insgesamt 5 weiteren PKWs handelt. Eine Person war eingeklemmt, die musste mit Rettungsmitteln befreit werden. Dazu haben wir schweres hydraulisches Rettungsgerät einsetzen müssen. Ja, ein Fahrer eines PKWs war schwer verletzt, den mussten wir mit hydraulischem Rettungsgerät befreien. Ein weiterer Patient leicht verletzt und 2 Patienten wurden in die Kategorie grün, das heißt leicht bis gar nicht verletzt eingestuft. Das war die Anzahl der Verletzten. Da zurzeit eine der Ein- und Ausfallstraßen der Stadt Wiesbaden, die Schiersteiner Brücke, gesperrt ist, konzentriert sich der Verkehr hauptsächlich auf die B455. Das machte die Anfahrt der Rettungsdienste nicht einfacher. Wir trafen bereits beim Anfahren einen sehr langen Stau an und mussten durch eine bereits vorgefertigte und vorbildlich gebildete Rettungsgasse die Anfahrt etwas verzögert aufnehmen. Zurzeit staut sich der Verkehr zurück. Zurzeit ist die Polizei mit der Unfallaufnahme beschäftigt. Wir sichern die Einsatzstellen noch ab. Die Patienten sind zurzeit alle abtransportiert. Wir warten noch auf die Freigabe der Einsatzstelle durch die Polizei und dann ist der Einsatz ganz beendet. Die Polizei ermittelt zurzeit, wie der Unfallhergang sich darstellte. Ich gehe davon aus, es war ein Auffahrunfall und der dazu führte, dass mehrere PKWs und ein LKW sind. Was denn?